Was ist schlimm? Manchmal frage ich mich, und das nicht selten, was denn wirklich schlimm ist. Denn die Leute fragen mich oft, ob ich denn mit meinem Leben zufrieden sei. Das tun sie wahrscheinlich deshalb, weil die eine Behinderung haben. Aber ist es heute, diese Tatsache sehen sie als schlimm an. Wieder dieser Moment, wo ich mich frage, was ist wirklich schlimm? Ist es heutzutage noch schlimm, eine Behinderung, so wie ich sie habe, zu haben? Oder sollte man nicht lieber an die Katastrophen dieser Welt denken? Ich meine, Flüchtlinge, Krieg, Macht und Gier. Flüchtlinge haben keine Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen gegen das Leid, das sie tagtäglich ertragen müssen. Keinen Schutz, keine Geborgenheit und vor allem, das ist das Wichtigste, keine Medizin. Habe ich oder haben wir auch keinen Schutz, keine Geborgenheit und keine Medizin? Sind wir, die in einem so wohlstehenden Land wie Deutschland leben, wirklich die Leidtragenden? Ich glaube, wir sollten uns viel dafür darüber besinnen, wie gut wir es hier eigentlich haben. Der Grund, weshalb ich dieses Thema anspreche, bin ich selbst, sind meine Freunde, meine Bekannten und vor allem meine Familie. Denn viele, wenn auch nicht alle, denken immer, dass ich das größte Leid auf dieser Welt erlebe, das es überhaupt gibt. Und das stimmt nicht. Ich lebe, bin glücklich und fühle mich hier in diesem Land wohl. Naja, fast. Bis auf Terroranschläge, diesen ganzen unnötigen Aufregung über Flüchtlinge in Deutschland oder die Politik im Allgemeinen. Und das angebliche Rede von Armut in Deutschland. Natürlich gibt es hier nicht wenige, die sich in Deutschland nicht wohlfühlen, weil es ihnen hier schlecht geht. Und all denen sei gesagt, ich fühle mit ihnen und es sind keinesfalls die Leute, die ich gerade angesprochen habe. Es sind andere Leute, bei denen ich mich frage, geht es ihnen so gut, dass es ihnen wieder schlecht geht, nur weil einige Sachen nicht so laufen, wie sie es gerne hätten oder wie sie es gewohnt sind. Wir können froh sein, dass wir hier in Deutschland leben und zum Glück gerade noch wenig von den Problemen auf dieser Welt mitbekommen. Klar, wir haben Flüchtlinge, bald wahrscheinlich noch die Altersarmut und einige andere Probleme, die man nicht außer Acht lassen sollte. Aber dennoch sollten wir uns, wie gesagt, mal in die Lage der Menschen versetzen, die in anderen Ländern leben. Zum Beispiel in Amerika. Waffengesetz, Trump oder Weiße, die auf Schwarze schießen. Ein Obama, der in seiner langjährigen Amtsperiode vergessen hat, Guantanamo Bay zu schließen. Vom Krieg in Syrien oder Afghanistan mal ganz zu schweigen. Klar mag es jetzt wieder einige geben, die sagen, hey, nimm auch die AfD oder kürzlich einen Terroranschlag in Berlin. Aber auch dort sage ich, wir müssen einen Vergleich schaffen zu dem, was wir tagtäglich für ein Leid erleben und zu dem, was andere Menschen für ein Leid erleben. Und ich will damit keinesfalls verachten oder abweisen gegenüber den Menschen wirken, über die ich eben gesprochen habe. Moment mal, jetzt habe ich mich schon wieder vergessen. Wollte ich nicht eigentlich über mich und mein angebliches Leid reden? Oder habe ich es gerade getan? Vielleicht leide ich ja darunter, wie die Menschen denken. Und vor allem, wie sie über mich denken. Vielleicht aber auch darunter, wie die Welt geworden ist. Ich weiß nicht genau. Aber eins weiß ich. Wenn wir empathisch sein sollen und uns andere Menschen etwas angehen, sollten wir uns nicht zu sehr in etwas hineinsteigern, was uns nicht direkt betrifft. Aber ich bin ja nur ein Rollstuhlfahrer. Dankeschön. So, da ich keinen Zeittext geschrieben habe, improvisiere ich jetzt mal, und das wurde ja schon mal gut vorgemacht hier. Ich erzähle eine Geschichte, die mir vor 5 Jahren passiert ist und die ich persönlich sehr lustig fand. Ich war mit meiner Mutter unterwegs in Kiel zu einer Bushaltestelle. Ich stieg mit ihr in den Bus, sie hatte mir rein und ich habe mit ihr logischerweise dabei nicht gesprochen. Sie setzte sich hinter mir hin und ich setzte mich auf einen freien Platz im Bus. Vor mir eine Frau, die etwa Mitte 40 war und die mich schon, seit ich eingestiegen war, sehr komisch anstarrte. Und es war dieses Starren, das ich so liebe, weil wenn Leute starren und das länger als 3 Minuten dauert, finde ich immer sehr witzig, diese Hilflosigkeit im Gesicht zu sehen. Was soll ich ihn jetzt fragen? Was hat der Mann, was hat der Junge, der im Rollstuhl sitzt? Und es ist immer sehr witzig zu sehen, was die Leute die ganze Zeit darüber denken. Irgendwann fingen sie an, mir alles nachzumachen. Ich schaute rechts aus dem Fenster, sie schaute rechts aus dem Fenster. Ich schaute links aus dem Fenster, sie schaute auch links aus dem Fenster. Und irgendwann
war ich sehr verwundert. Als sie dann irgendwann auch noch anfangen, fing wild mit ihrer Hand vor meinem Gesicht rumzufummeln und mich da, also in die Hand vom Gesicht rumwuchtete, fragte ich sie in einer totalen Selbstverständlichkeit, was denn los sei. Und sie, was, sie können reden? Und es war für mich das Witzigste, was ich erlebt habe. Denn wirklich, sie hat den Vogel abgeschossen. Ich habe schon viel erlebt, aber das war wirklich nicht nur Gaffen. Das war diese Unselbstverständlichkeit, dass ein Rollstuhlfahrer wie ich einen Bus betritt und normal ist und da sitzt. Und dann diese Frage, können Sie reden? Ja, überraschenderweise kann ich reden, auch wenn ich verkrüppelt aussehe und im Rollstuhl sitze. Aber es war möglich. Vielen Dank.